Das habe ich selber organisiert. Also das war eben unser Barcamp hier in St. Georgen mit unseren Mitarbeitern. Ich kannte das Barcamp eben nur vom theoretischen Hintergrund. Also ich wusste grob, was auf mich zukommt. Aber es war total spannend. Zum einen, weil man es ja selber organisiert hat. Zum anderen, weil man ja die Kolleginnen und Kollegen alle kannte oder kennt und nicht wusste, wie es ankommt. Da war auch wirklich so diese große Frage, denn kommen da jetzt überhaupt Themen? Also wir haben das ja ganz offen gelassen. Ich selbst habe auch kein Thema dabei gehabt. Und man war extrem aufgeregt. Und aber was ich gut fand, wir hatten einfach Top-Moderatoren, die uns da alle gut eingefangen haben. Und dann hat man sich aber auf Anhieb auch wohl gefühlt. Und was ich einfach toll fand, ich bin ja selber eine Leitungsfunktion, dass man. Wir sind jetzt kein Unternehmen, wo es viel auf Hierarchie setzt, aber es ist, man ist und bleibt einfach der Vorgesetzte und das spürt man einfach auch im Alltag oder die Mitarbeiter spüren das. Und an dem Tag war das alles so auf Augenhöhe. Man ist sich nochmal anders begegnet.